Wir sind das Team vom Kindergarten Nagelsberger Weg. Und wir zeigen euch heute, wie wir Kresse einsäen. Ihr braucht dazu Watte, Kressesamen, ein Gefäß zum Bepflanzen, zum Beispiel eine halbe Eierschale, Stifte, Farben und Papier zum Gestalten, Wackelaugen und Wasser, am besten in einer Sprühflasche. Zuerst könnt ihr das Gefäß nach Lust und Laune bekleben und bemalen. Danach legt ihr die Watte hinein. Befeuchtet mit dem Wassersprüher jetzt die Watte. Jetzt könnt ihr die Kressesamen darüber streuen. Wichtig ist, nicht zu viele, sie brauchen Platz zum Wachsen. Jetzt ist es wichtig, die Watte täglich zu befeuchten und die Samen zu beobachten. Ihr werdet sehen, schon nach einem Tag sieht man Veränderungen. Bereits nach einer Woche könnt ihr eure Kresse ernten. Besonders gut schmeckt sie auf dem Butterbrot oder auch im Quark. Passend zu Ostern könnt ihr es auch als Dekoration oder als Osternest verwenden. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!